Herzlich willkommen! Ein weiteres Video von mir für euch, ein weiteres Video von Savage Scooters. Heute ist Sonntag, es regnet in Strömen und ich habe ein bisschen Langeweile gehabt und habe gedacht, ach, du musst ja noch was machen, du musst ja noch ein Video machen. So, also treffen wir uns hier heute in der lauschigen Halle, in der es richtig kalt ist gerade. Und sprechen mal über das BFA 260 Projekt. Das Projekt, was ich in Angriff genommen habe für den lieben Stefan. So, jetzt überlege ich, hinter mir, ich habe alles schon aufgebaut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Pörnchen an. Ihr guckt euch mal die Teile in aller Ruhe an und im Anschluss an das Pörnchen sprechen wir, was dort verbaut ist. Viel Spaß beim Video! Ihr habt jetzt gerade die ganzen, naja, fast alle Teile gesehen, die dort verbaut werden. Die gefrorene Kurbelwelle. Ihr habt wahrscheinlich auf dem, in dem Pörnchen gesehen, die Kurbelwelle sieht ein bisschen komisch aus. Die musste ich eben aus dem Gefrierfach nehmen. Ich bewahre die Teile immer da auf, wo sie hingehören, nämlich ins Gefrierfach, damit ich sie gleich entspannt einsetzen kann.
Deswegen ist da ein bisschen Raureif drauf, ne? Weil die natürlich minus 24 Grad hat und hier drin in der Halle sind es irgendwie 15. So, also BFA 260 Projekt. Ich habe mal ein bisschen im Netz recherchiert und habe mal geschaut, ob es irgendwo was gibt, was man zu diesem Zylinder erfahren kann. Es gibt genau gar nichts oder unfassbar wenig, was etwas über diesen Zylinder aussagt. Dann habe ich überlegt, wen kannst du denn jetzt mal fragen, so, was mit dem Zylinder ist, ob da was Wissenswertes oder Wichtiges zu wissen ist. Und dann habe ich mal die Spezies von der Kingwelle angerufen, den Michael und den Christoph, und habe mal gefragt, Jungs, ihr habt doch von dem Zylinder schon mal ein bisschen was gehört und ein bisschen was mitgemacht. Erklärt mir mal ein bisschen was. So, und dann haben die mich mal ein bisschen aufgeklärt über den Zylinder, haben mir natürlich auch gleich eine Kurbelwelle dazu empfohlen, die wir dann auch verbauen werden. Der BFA ist ein Zylinder, der funktioniert so ein bisschen anders als das, was ihr vielleicht bis dato an Zylindern gekannt habt. Der wird zwar auf ein Originalgehäuse verbaut, kann aber aufgrund seiner Auslasspositionierung nicht auf das originale Stehbolzenbild zugreifen. Das funktioniert nicht, weil wenn der Auslass so positioniert wäre, wie er jetzt positioniert ist, hätten wir eine Stehbolzenheizung. Das heißt, die Stehbolzen waren im Weg. Also was hat BFA gemacht? Die Stehbolzen viel weiter nach außen gerückt, das zeige ich euch gleich, und hat eine Adapterplatte gefertigt. Das heißt, zwischen dem Gehäuse und dem Zylinder kommt eine Adapterplatte. Und diese Adapterplatte ist dazu da, damit man den Zylinder vernünftig positionieren kann. Also im Grunde so, wie er sich auf einem originalen Gehäuse gehört, weil auch die Auspuffposition die gleiche bleiben soll. Aber die Stehbolzenposition hat sich geändert, sodass wir über einen dreiteiligen Auslass sprechen. Da zeige ich euch mal, Sekunde. So. Das ist die besagte Adapterplatte. Diese Adapterplatte kommt auf das Gehäuse. Und zwar, jetzt muss ich den Zylinder kurz weglegen. Und zwar seht ihr da auch an der Adapterplatte, dass wir hier die originalen Stehbolzenpositionen haben und eben außen, nämlich hier, hier, hier und hier, die Positionierung der neuen Stehbolzen haben. So, diese Adapterplatte wird also schön auf das Gehäuse gesetzt und auf diese Adapterplatte wird dann der Zylinder aufgebaut. So, ganz wichtig an der Sache ist, dieser Zylinder hat, naja, sprechen wir mal über den Zylinderfuß. Naja, viel ist nicht da, ja, also das Kolbenhemd wird jetzt nicht wahnsinnig weit geführt. Es ist mehr so ein, ja, so ein bisschen jedenfalls. Ich setze mal eben die Adapterplatte drauf, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Sekunde. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, der Zylinderfuß endet ein Stück weiter vor dem Ende der Adapterplatte. Das heißt, hier taucht nichts mehr ins Gehäuse ein. Der Zylinder ist relativ kurz und kompakt gefertigt. Kein Zylinderfuß taucht mehr großartig in das Gehäuse ein, sondern der vorhandene Zylinderfuß taucht nur in die Adapterplatte ein. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, ja, haben wir entsprechend die Stehbolzen für den Zylinder an einer anderen Position. Was dafür sorgt, dass wir diesen besagten dreiteiligen Auslass haben, wie ihr sehen könnt, ne? Also Hauptauslass und rechts und links die Nebenauslässe. Und da wären die Originalstehbolzen im Weg gewesen. Bedeutet, du kannst nicht so einen riesen Auslass bauen, weil du sonst dann voll in die Stehbolzen ausbrichst. Also haben die nach außen gelegt. Dieses Vieh hat eine Riesenbohrung. Der Kolben ist also ähnlich wie beim Quattrini 272 mm stark. Die Überströmzeiten sind 128 und der Hauptauslass hat 182. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und da ich aber eine 64er Welle verbaue von King, heißt das, dass ich 1 mm mehr Pleuel habe und das heißt, dass ich 4 mm mehr Hub habe. So, das heißt, ich muss am Zylinderfuß 3 mm ausgleichen. Mal gucken, wo da die Steuerzeiten landen. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich mit den Steuerzeiten lande. Und deswegen habe ich mir Folgendes gemacht. Sekunde. Da dieser Zylinder ja für eine 60er Welle gemacht ist, deswegen auch 244, ähnlich wie beim Quattrini, ja, habe ich mir Folgendes machen lassen, nämlich jede Menge Adapterplatten, Erweiterungen
von 3, 2,7, 2,5, 2,0, 1,5 und 4 mm. So, das heißt, ich werde den Zylinder mal positionieren, werde den Hubausgleich entsprechend sowohl am Fuß als auch am Kopf machen und dann werde ich erst sehen, wo ich mit meinen Steuerzeiten lande. So, bei 128, das ist schon recht hoch, ja, muss man einfach sagen. Kann ich mit dem Hochsetzen, also ich könnte eher runtersetzen, das macht mehr Sinn, als den, sagen wir mal, so hochzusetzen, dass ich weit über 130 gehe. Es ist sowieso mal interessant, weil ich habe keine Ahnung, was das Ding Plug and Play in der Lage ist zu leisten, sodass ich das ganze Ding erstmal zusammenbauen muss und auf den Prüfstand stellen muss, erstmal gucken will, was kann der Bock eigentlich? Bei dem Quattrini weiß ich so ziemlich genau, was kommt, wenn ich den zusammenstecke mit einer Welle, dann lege ich irgendwo zwischen 30 und 35 PS, je nach Auspuff und je nach Steuerzeit. Das weiß ich hier nicht. Meine Vermutungen gehen dahin, dass das auf jeden Fall ein 40 PS Plus Motor werden wird. Also das heißt, voraussichtlich reden wir hier schon über eine 4 vorne. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, dass es eher besser ist, wenn wir unter 40 bleiben, vielleicht aber deutliches Maß an Drehmoment mehr generieren. Alles in allem wird es für mich genauso eine Überraschung wie für euch auch, dass ich einfach herausfinden werde müssen, wo wir da liegen. Also müssen wir gucken, was passiert. Aber dieser Zylinder hat einen Auslass, der ist, ich müsste euch mal reinziehen, also das ist schon ein Loch, ne? So. Das ist schon, das kann übel werden. So. Wir haben eine Kingwelle, eine 64er Vollwange. Warum eine Vollwange? Wir haben das Malossi-Gehäuse. Das Malossi-Gehäuse verfügt über einen Membraneinlass, der vorgelagert ist. Das heißt, das Gemisch hat nicht direkten Kontakt, also direkten Stoßkontakt mit der Kurbelwelle, sondern ist ein bisschen weiter vorgelagert und ist ein bisschen mehr in Richtung Zylinder orientiert. Bedeutet, weniger Kurbelwelle ist im Weg des Gemischflows. Bedeutet, wir können uns da ruhig eine Vollwange leisten. Eine Vollwange ist in dem Moment auch für mich interessant. Etwas höhere Vorverdichtung, weil das Volumen der Vorverdichterkammer, sprich des Kurbelwellengehäuses, ist größer. Und ich habe einen deutlich größeren oder einen besseren Rundlauf oder ruhigeren Lauf des Motors aufgrund des größeren Gewichtes der Kurbelwelle. Ansonsten hätte es eigentlich auch eine andere Welle getan, zum Beispiel eine Quattrini-Welle wäre auch möglich gewesen. Aber ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan der King-Wellen bin. So, und wenn wir in diesem Zusammenhang gleich über die Kurbelwelle sprechen, dann reden wir natürlich auch über die Kupplungsseite. Natürlich auch in diesem Zusammenhang die King-Klatsch verbaut, weil ich die Erfahrungswerte natürlich habe aus dem anderen Projekt. Die King-Klatsch ist einfach, wie soll ich sagen, wer sie noch nicht gefahren ist, glaubt mir das nicht. Wer eine King-Kupplung fährt, der weiß genau, wovon ich rede. Das Ding ist einfach über jeden Zweifel haben. Kannst du wirklich mit einem Finger, zwei Fingern bedienen, je nachdem, wie stark dein Finger ist. Du hast ein sehr, sehr kurzes Trennungsverhalten. Ne? Also die Kupplung spricht im Grunde sofort an und trennt vollständig. Und du kannst mit der, also laut King-Welle locker 70 PS mit der Kupplung bedienen, ohne dass sie sich eine Schwäche leistet. Also Kurbelwelle, Kingwelle, Kupplung, Kingwelle, Zylinder BFA. Wir haben uns für eine elektronische Zündung entschieden. Wir haben uns für ein Gaswerk entschieden von Mikuni. Das heißt, hier verbaue ich traditionell den 35er Mikuni mit einem Ansauger von MRP. Der CNC-Ansauger von MRP ist für mich das Nonplusultra. Der Mikuni-Vergaser ist für mich nach wie vor für die großen Setups der Vergaser meiner Wahl. Das Ding ist so einfach einzustellen und auch so gutmütig. Du musst noch ein bisschen gucken, wenn du zu mager bist, das sagt er dir nicht direkt. Ne? Und du siehst auch am Diagramm vom Prüfstand nicht direkt, ob der Bock dir zu mager ist. Er hat zwar schön Leistung, aber ne, also da kann man dann, wenn man auf dem Prüfstand das Ganze austestet, immer mal 2, 3, 4 Nummern in der HD größer werden und auch mal eine andere Nadel nehmen, um dann zu gucken, wie sich das Ergebnis am Diagramm verändert. Bleibt die Leistung, wisst ihr,
Vater lieber ein bisschen fetter. Bedüsung wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 300 und 350 in der Hauptdüse sein, 56er oder 57er Nadel mit einer 20er Nebendüse. Wir fahren einen popligen Marshall-Luftfilter auf dem System. Das Einzige, was ich noch fahre, ist, ich habe mir von Lutz Racing aus Österreich Vergaseransauggummis machen lassen. Und zwar in verschiedenen Winkeln, um den Vergaser vernünftig zu positionieren. Ja? So. Also diese Gummis habe ich jetzt da, um den Vergaser vernünftig auszurichten. Ja? Das heißt, wenn wir einen normalen Vergasergummi nehmen, wird der Vergaser tendenziell immer ein bisschen zu schräg stehen und ein bisschen zu nah am Rahmen. Ich gebe ihm einfach ein bisschen mehr Ansaugweg. Kann man sich jetzt drüber streiten, über die Länge des Ansaugweges. Ja? Aber die Positionierung des Vergasers ist einfach deutlich besser. Du kommst ein bisschen vom Rahmen weg, du kommst ein bisschen mehr über den Zylinder und kannst das Ding deutlich gerader positionieren. So, wir fahren das Ganze mit einer manuellen oder mit einer, nicht einer manuellen, aber mit einer Mikuni Spritpumpe und zwar mit einer unterdruckgesaugten. Da machen wir keine Spielereien, da machen wir auch keine Rückführung in den Tank, sondern einfach einen traditionellen Bypass. Das wird verbaut werden. So kommen wir mal so ein bisschen zum Getriebe. Das Getriebe war so ein bisschen. Das Getriebe war so ein bisschen für mich so der Punkt, wo ich überlegt habe. Dann bin ich beim Scooter Center gewesen und habe lange mit Alex gesprochen, Alex Stroh, und habe gesagt, pass auf, das und das habe ich vor, was würdest du sagen? Und Alex hat etwas ganz Gutes gesagt und damit hat er vollkommen recht. Es wird kaputt gehen. Es wird irgendwann kaputt gehen. Die Frage ist, wann und wie schnell. Wir reden hier über 35 bis 48 PS, keine Ahnung, je nachdem, was man mit diesem Setup veranstalten will. Das Drehmoment wird entsprechend groß sein. Also machen wir uns nicht viel Illusionen. Es wird, wenn du dir einen Verschalter leistest, wird es kaputt gehen. Also Getriebe ist die Schwachstelle, da können wir halt nicht das Rad neu erfinden. Wir haben die Platzverhältnisse, die wir haben. Was wichtig ist, ist, dass die Flankensteilheiten der entsprechenden Zahnräder zusammenpassen, nämlich von Kupplung auf Primär und von Hauptwelle zu Nebenwelle. Das ist wichtig. BGM geht da so ein bisschen seinen eigenen Weg, das heißt, die Flankensteilheit der Zähne sind da ein bisschen anders gewählt, sodass, wenn ihr BGM-Komponenten verbaut, schauen solltet, dass ihr entsprechend bei einer Suppe bleibt. Ja? So. Bisher, und das sind meine Erfahrungen, hat mich ein BGM-Getriebe nur ein einziges Mal im Stich gelassen. Und das liegt nicht am BGM-Getriebe, sondern an mir. Ich habe mich verschaltet, und zwar so verschaltet, der Motor steht da. Ich bin immer noch nicht dran, ich habe ihn immer noch nicht aufgemacht, weil ich mich einfach weigere, meine Inkompetenz beim Schalten anzuerkennen. Ich habe einfach blöderweise den Hahn aufgerissen und habe die Gänge durchgerissen und habe nicht aufgepasst beim Schalten. Und zack, hatte ich mich verschaltet vom zweiten in den dritten. Und ich wusste beim Kupplung kommen lassen, das wird teuer. Und dann war es auch so. Klock, klong, hat es gemacht. Und dann rasselte mein Motor wie die Glocken von Rom. Alle haben sich kaputt gelacht, weil es 1,5 Kilometer vom Run-Gelände war. Ich habe das hart gefeiert, weil 1,5 Kilometer vor der Einfahrt in Linnich ist mir mein Getriebe gestorben. Also bisher hatte ich mit BGM-Komponenten keine Probleme. Das mag bei anderen Menschen anders gewesen sein. Ich kann euch nur das berichten, was ich mit den Komponenten erfahren habe. Und bisher haben die bei mir gehalten. Deswegen gibt es bei mir eine BGM-Nebenwelle. Deswegen gibt es bei mir BGM-Zahnräder für die Hauptwelle. Und es gibt von BGM ein Primärrad. Das Einzige, wo ich ein bisschen abgewichen bin, ist, weil es das von BGM noch nicht gibt, was aber gut zusammenpasst, ist, dass die Krimas, das Kupplungszahnrad von Krimas, das passt gut zur BGM, primär gerade verzahnt und das sollte in der Harmonie ganz gut passen. Alex hat dem Ganzen seinen Segen gegeben, hat gesagt, ja, wenn du es so machst, dann mach so, bau so zusammen und das sollte gut funktionieren. Was wir allerdings auch noch haben, beim Thema Getriebe. Ich habe die Krimas Hauptwelle mir geholt für das Projekt. So, jetzt wird der ein oder andere sagen, was hat diese Krimas Hauptwelle denn so Besonderes? Erstmal ist sie per se ein bisschen
stärker und monströser ausgearbeitet. Was aber auch im Zweifel daran liegt, du hast in dieser Hauptwelle eine integrierte Schaltraste. So. Und gerade was das Thema Verschalten anbelangt, da bin ich ja schmerzerfüllter Testsieger, ja, habe ich mir gedacht, okay, komm, schlabrige Züge, darauf muss man immer achten. Eine scheiß Schaltraste könntest du jetzt auch nicht unbedingt gebrauchen. Das heißt, ich habe mir diese Hauptwelle ausgesucht, weil sie eben, wie ihr hört, Rastpunkte hat. Nämlich mit der Hauptwelle hast du die Schaltraste hier integriert. Was bedeutet, dass du eine ganz normale Schaltraste dir kaufen kannst und nimmst aus der Schaltraste die Feder und den Kugelarm heraus, wo du auf der Schaltraste quasi die Rastpunkte deines Schaltbolzens vorgegeben hat. Das übernimmt diese Hauptwelle von Krimas. Ich habe sie noch nie verbaut. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin da auf die Erfahrungswerte, die ich jetzt selber machen werde, angewiesen. Aber es machte auf mich das in diesem Zusammenhang einfach mal Sinn, das jetzt auszuprobieren. So, in den Quattrini-Motoren, die ich in den letzten anderthalb Jahren gebaut habe, fahren ausschließlich BGM-Getriebe. Und eine FA Italia Hauptwelle. Wir haben auch mal eine andere Hauptwelle versucht. Die war so unfassbar teuer und so unfassbar schlecht verarbeitet, dass wir sie gleich wieder zurückgeschickt haben. Und haben einfach gesagt, komm, wir probieren es mit der FA Italia. Und die hat bisher keine Schwächen gezeigt. Also seit der Carsten ist jetzt über 6000 Kilometer gefahren. Läuft, Getriebe läuft. Der schaltet auch ein bisschen sinniger als ich. Das Fettrad-Projekt hat das gleiche bekommen und auch da bisher, da sind auch über 3000 Kilometer schon runtergespult und auch da gab es bisher überhaupt keine Probleme. Also, mal klappt's nicht. Aber das Getriebe ist halt eine Schwachstelle und das muss man bei so einem Projekt einfach im Auge behalten. Das Getriebe ist die Instanz, die die Kraft von der Kurbelwelle an die Hauptwelle ans Rad bringt. So. Und da kann halt eine Menge schief gehen. Muss nicht, aber kann. Solltet ihr im Auge behalten. Was wir dann auch noch verbauen werden, ist ein Auspuff von Porsche Performance. Und zwar die Racing Resi. Der Auspuff hat auf den Quattrini-Projekten, die ich verbaut habe, gezeigt, was er kann. Das ist ein Auspuff, der mit guter Steuerzeit richtig abliefern kann. Bei den Quattrini-Projekten war es so, dass ich hier über gleicher Vergaser, gleiche Abdüsung, einfach den Auspuff gewechselt, mal 7 PS mehr hatte. Das ist eine Ansage. Also das muss man sich mal zart auf der Zunge zergehen lassen. Da bist du von 32 mit einer Polini-Box auf 39 PS gesprungen. Und das Ding hat gedreht, als gäbe es kein Morgen mehr. Also der braucht Steuerzeit, der braucht Fläche, dann macht das Ding richtig Spaß. Einen Enddämpfer habe ich von der Firma Knalldämpfer genommen, der kurz, kompakt, sehr gut voluminös ist und auch relativ leise ist. Ich fahre diesen Dämpfer auf meinem Cuda und der ist bombastisch verarbeitet und auch wirklich macht, ich mag diesen argen blechernden Klang nicht. Der macht einen richtig schönen, dumpfen, sonoren Sound. Ja? Wenn man beim Zweitakter von dumpf und sonor sprechen kann. Ja? Also da habe ich Knalldämpfer genommen. Bremstrommel wird es eine relativ normale geben, die verstärkte von Scootopia. Für die haben wir uns entschlossen und ja, dann sollten wir im Grunde eigentlich schon soweit alles besprochen haben. Also, ich drehe mich nochmal um. Ja. Ja, Kupplung. Ah ja. Was ich auch verbauen werde, ist von Crazy Monkey. Das wichtigste Teil hätte ich fast vergessen. Ich gucke zu meinem alten Motor rüber. Der Mighty Kong von Crazy Monkey hat mir mein Gehäuse gerettet. Ich muss es so sagen, wie es ist. Ohne dieses Bauteil, ohne diese Nebenwellenachsenverstärkung wäre mein Motorgehäuse, mein Motorgehäuse komplett im Arsch gewesen. Das hat so gescheppert und so gekracht, dass ich davon ausgegangen bin, dass wenn ich den Roller abstelle, mir die Getriebesuppe schon hinten rausläuft. Lief sie aber nicht. Das Gehäuse ist intakt. Der Mighty Kong hat genau das getan, was er sollte, mir wahrscheinlich das Gehäuse gerettet. Jetzt ist es schwierig, das zu beweisen, weil wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn er nicht drauf gewesen wäre. Aber ich bin der festen inneren Überzeugung, dass mir die Nebenwellenverstärkung vom Crazy Monkey, von Mighty Kong, mir das Gehäuse gerettet hat und ich nicht
den typischen Bruch an der Nebenwellenachse im Gehäuse zu verzeichnen habe. Gott sei Dank. Also das werden wir verbauen. Dann werden wir, oder war geplant, den Silent Scorpion zu verbauen. Den brauchen wir jetzt hier nicht, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir keinen Breitreifen verbauen. Der Silent Scorpion, vielleicht für euch zur Erklärung, ist ein Bauteil, was man benutzt, um der Stoßdämpfer. Wenn du einen Breitreifen verbaust, federt nicht mehr gerade ein, sondern der federt schräg ein. Und das ist nicht gut, weil du erzeugst Scherkräfte oben, sprich am Silentblock. Und der Stoßdämpfer sollte jederzeit gerade ein- und ausfedern und nicht noch irgendwelche Seitenkräfte bekommen beim Ein- und Ausfedern. So, und dieser Silent Scorpion versetzt dir den Stoßdämpfer Richtung Zündungsseite. Und da kannst du bis zu 18 mm rausholen und den Stoßdämpfer entsprechend gerade setzen, wenn du eine 130er Pelle fährst. Das machen wir jetzt hier nicht, sondern hier kommt jetzt ein 110-90, glaube ich, drauf. Ja, so. Oder... Ah nee, Moment, wir brauchen ja, wir brauchen ja die BGM-Reifen mit den Aluminiumfelgen, weil der Speed-Index. Also es werden die BGM-Reifen, jetzt erinnere ich mich dran, es werden die BGM-Reifen mit der 180er Zulassung, weil der Roller definitiv schnell sein wird. So. An der Stelle müssen wir noch übers Gehäuse sprechen. Natürlich müssen wir übers Gehäuse sprechen, sogar unbedingt müssen wir übers Gehäuse sprechen. Das ist ein Malossi-Gehäuse. Und warum wir über dieses Gehäuse sprechen müssen, ist der Lagersitz. Und natürlich, wenn du eine Kingwelle fährst, brauchst du auch mehr Platz im Kurbelgehäuse. Das heißt, hier drin muss das Kurbelgehäuse entsprechend auf 100 mm mindestens aufgefräst werden, damit die Kurbelwelle Platz findet. Aber was viel wichtiger ist, ist dieser Lagersitz. Und darüber müssen wir reden. Der Lagersitz hat nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Malossi hat es in der Produktion, was die Toleranzen anbelangt, mit dem Lagersitz sehr, sehr gut gemeint. Und zwar so gut gemeint, dass der Lagersitz sehr eng ist. Und wenn du jetzt kalt ein Lager einsetzt, das heißt, ich habe das bei minus 24 Grad im Gefrierfach liegen und das Lager ist schon richtig kalt. So, ich werde dann das Gehäuse erhitzen und das Lager einfach von Hand einsetzen. Die fallen dann in der Regel rein. So, jetzt hat aber auch jedes Kugellager hat Fertigungstoleranzen. Und diese Fertigungstoleranzen sind ganz wichtig, weil zwischen dem äußeren Lagerkäfig und dem inneren Lagerkäfig oder der Trommel, je nachdem, was ihr für Lager verbaut, haben diese Komponenten entsprechende Toleranzen zu den Kugeln. So. Und wenn diese Toleranzen zu klein sind, kriegst du das Lager zwar rein und du kriegst auch die Kurbelwelle montiert und du kriegst alles weitere verbaut. Aber wenn dann Hitze in diesen Motorblock reinkommt und wenn dann entsprechend sich die Bauteile ausdehnen, ist der ohnehin schon zu eng gefertigte Lagersitz ein Problem. Denn er drückt von außen auf den äußeren Lagerkäfig und nimmt die Toleranzen zwischen dem äußeren Käfig und den Kugeln und dem inneren Käfig dann weg. Oder die werden immer kleiner. Und wenn das Ganze sehr, sehr eng miteinander läuft, ich versuche es einfach mal so plastisch zu erklären, wie es irgendwie möglich ist. Du hast einen Ring von außen, du hast einen Ring von innen und dazwischen sind Kugeln. Und wenn diese Kugeln einfach gegen einen mechanischen Widerstand laufen müssen, der von außen richtig auf die Kugeln drückt, dann hast du einen erhöhten Verschleiß. Und dieser erhöhte Verschleiß wird sich darin äußern, dass du Spuren von den Kugeln auf dem äußeren Lagerkäfig hast. Dann kriegst du Rastpunkte oder die Kugeln laufen komplett ein und das Lager bekommt Spiel und geht kaputt. Deswegen empfehle ich euch dringend, wenn ihr über Motoren redet, ob es ein Quattrini ist oder so, kauft euch dieses Malossi-Gehäuse von der Firma Kingwelle. Die Firma Kingwelle bearbeitet diesen Lagersitz 100% auf das Kugellager, was dort verbaut wird. Die geben entsprechende Empfehlungen, die verbaut werden sollen. Ich weiß gar nicht, ob man sie mitbestellen kann bei Kingwelle. Wahrscheinlich ja. Ihr setzt dann das limaseitige Lager ein und habt vernünftige Toleranzen zwischen Lager und Kurbelwelle und dem äußeren Lagersitz. Das ist ganz wichtig. Das solltet ihr mit auf den Weg nehmen. Deswegen Kingwelle und deswegen Malossi-Gehäuse von Kingwelle, weil da die Lagersitze vermessen werden und nach dem Ist-Zustand entsprechend nachgearbeitet werden, sodass, wenn ihr die Lager verbaut, auch die Toleranzen, so wie sie sein sollen, wiederhergestellt sind. Also habt das bitte auf dem Schirm. Deswegen ist das Gehäuse, das könnt ihr beim Scooter Center bekommen,
Auch etwas teurer als das Standardgehäuse, weil das muss natürlich ausgepackt werden, demontiert werden, auf die Maschine gelegt und gebaut werden. Dann wird es vermessen. Jedes Gehäuse wird einzeln vermessen. Und dann wird das Gehäuse individuell nachgearbeitet auf das Toleranzmaß der Lager und dann wieder zusammengebaut und verschickt. Und jeder, der weiß, was Maschinenstunden kosten, weiß, dass das leider einfach etwas kostet. Aber ihr habt hinten raus einfach weniger Verschleiß im Lager und eure Kurbelwelle und euer Motor werden es euch danken. Das ist ganz wichtig. Also das solltet ihr auf dem Schirm haben. Das sollte es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Das heißt, ihr habt jetzt alle Komponenten gesehen. Ihr wisst, was ich verbauen werde. Ich werde euch über diverse Schritte per Video informieren, an welchem Stand ich bin und was ich dabei so herausgefunden habe. Ganz besonders interessant werden die Steuerzeiten des Zylinders mit der Kurbelwelle. Das heißt, ich werde herausfinden, welche Steuerzeiten ich bauen kann, werde herausfinden, mit welchen Unterleg-Spacern ich arbeiten werde müssen und den Kopfspacern und werde euch dann darüber informieren, wie dick es dann geworden ist, unten am Fuß und oben am Kopf. Leider gibt es nichts zu kaufen von Spacern in der passenden Größe. Die Kopfspacer vom Quattrini könnten passen, weil die Bohrung entsprechend ist, aber da der Kopf achtmal verschraubt ist, wie ihr seht, ist der Kopf achtmal verschraubt und da stehen dann die Spacer entsprechend im Weg. Das heißt, ich werde die Spacer dann auch noch bohren müssen. So, damit ich Platz habe. Es ist viel Handarbeit. Die Fußspacer habe ich übrigens machen lassen vom Walter. Das ist ein Freund von mir. Der ist CNC-Dreh- und Fräs- und überhaupt Gott. Ja? Der war so nett, hat mir die gemacht, weil es gibt einfach nichts zu kaufen. Und ich so wenig Fußspacer haben wollte wie irgend möglich. Deswegen werde ich mit verschiedensten Adaptergrößen, hier nochmal, ich werde mit unterschiedlichen Größen der Spacer arbeiten, um den Zylinder zu positionieren. Ja. Ja. Das heißt, die habe ich mir alle machen lassen, in der Hoffnung, dass er unten am Fuß auch dicht bleibt. Ne? Und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen, wo wir am Ende des Tages da landen. Es ist eine spannende Herausforderung. Ich bin ganz froh, dass ich das Projekt machen darf, weil ich mit diesem Zylinder noch keine Erfahrung habe. Freue mich aber drauf, was am Ende des Tages dabei herauskommt. Ich glaube, das wird böse werden. Und ich glaube, das wird für das ein oder andere Grinsen beim Fahrer sorgen, wenn das Ding hart durchbeschleunigt. Wir schauen mal am Ende des Tages, wo wir landen werden. Schätzungen auf PS-Leistungen sind gerne in den Kommentaren gesehen. Ihr dürft kommentieren, bis euch die Finger bluten. Ich weiß es nicht. Aber fest steht, ich werde den Zylinder erstmal draufstecken. Plug and play, ohne zu fräsen. Bei dem Riesenauslass glaube ich nicht, dass es erforderlich ist. Wir werden mal gucken, wo wir uns mit den Steuerzeiten hinbewegen. Das wird lustig. Ich freue mich drauf. So, dann haben wir jetzt im Grunde alles besprochen. Ich glaube, ihr seid jetzt rundum informiert. Und das Projekt startet nämlich genau jetzt. Das heißt, in den nächsten 3 bis 4 Wochen möchte ich den Motor gerne stehen haben und eingebaut haben. Und dann geht es auf den Prüfstand und dann werden wir mal sehen, was die Sau drückt. Ich behalte euch nichts vor. Es wird hart in die Fresse geben bei diesem Motorprojekt. Ich hoffe, es geht nichts kaputt, weil das Ganze ist richtig teuer. Das Projekt hier, so wie es jetzt hier steht, ist, bis alle Teile da sind, inklusive Reifen und so weiter und so fort, reden wir hier bestimmt. Ich mache euch keine Illusionen, aber da reden wir bestimmt über 6.000 bis 7.000 Euro. Na eher 7.000 Euro. Es ist alles unfassbar teuer geworden. Ich persönlich bin froh, dass es jemanden gibt, der dieses Projekt haben wollen möchte, dass ich die Gelegenheit habe, das zu bauen. Und sonst könnte ich keinen Content liefern, das wäre ein bisschen doof. Also das heißt, ich brauche immer irgendeinen, der Bock auf so einen Spaß hat und dann habe ich auch für euch Content und der arme Stefan hat wahrscheinlich ziemlich lange Handgelenke dann. Gut, an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar
Und am Ende, wie jedes Mal, sage ich, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Bis dann. Tschüss.